Zunächst wollte ich gerne Margit Appel fragen. Es wird ja oft so das Vorurteil geschürt, wenn alle ein Grundeinkommen haben, will niemand mehr arbeiten, die werden nur noch konsumieren, noch viel mehr als vorher, und das kann doch nicht in eine Depro-Gesellschaft führen. Aber wir wissen ja auch, dass Menschen, ich spreche da auch besonders über Frauen, immer auch ohne Bezahlung die notwendigen Tätigkeiten getan haben, aber auch vor allen Dingen verantwortlich den Haushalt geführt haben. Wie stellst du dir das in einer Gesellschaft mit Basic Income vor? Von welchem Menschenbild gehst du aus? Wie stellst du dir vor, dass auch Konsum verantwortlich gelebt werden kann? Ja, das ist, also ich möchte es gerne auch mit dieser Perspektive von Frauen her verbinden. Da ist Konsum ja eine sehr ambivalente Geschichte. Unter heutigen Bedingungen kennen wir beides. Wir kennen die problematische Zuschreibung, dass Frauen in der Tendenz anfälliger dafür sind, Konsum-Junkies zu sein. Wir kennen aber genauso gut, und da glaube ich, muss ich auch jetzt kein neues Klischee erfinden, die Frauen, die seit vielen Jahren auch an vorderster Stelle unterwegs waren, wenn es um den Aufbau von Strukturen für bewussten Konsum, für fairen Konsum in allen unseren Ländern, nehme ich an, die hier vertreten sind, gegangen ist. Also da gibt es eine Ambivalenz drinnen, aber ich denke, es hat wirklich beides. Ich möchte es mit einer Erfahrung noch unterstreichen, die ich habe aus der Arbeit mit armutsbetroffenen Frauen in Österreich im Rahmen der österreichischen Armutskonferenz. Und da gibt es die entsprechenden Praxiserfahrungen aus den Beratungsstellen und auch die entsprechende sozialwissenschaftliche Forschung dazu, dass Frauen ja in den Haushalten, für die sie verantwortlich sind, wie du das angesprochen hast, sehr in Sorge sind für die Personen, für die sie Verantwortung tragen, also nicht nur Kinder, sondern auch Partner oder andere Familienangehörige, für die sie eben auch finanzielle Sorge zu tragen haben. Und dass wir von dort her eher diese Problematik kennen, dass Frauen dazu neigen, ihre eigenen Bedürfnisse stark zurückzustellen, damit es eben gelingt, die Bedürfnisse derer, für die sie Verantwortung haben, zu gewährleisten. Das betrifft eben, wie gesagt, diese Gruppe der armutsbetroffenen Frauen, und das ist ja auch diese Gruppe, nämlich Menschen, die jetzt ein eher geringes Einkommen haben, denen man dann unterstellt, sie würden unter Grundeinkommensbedingungen in erster Linie in den nachholenden oder überbordenden oder wie auch immer Konsum hineingehen. Und ich möchte aber an dem Punkt auch noch einmal auf diesen Freiheitsgedanken kommen, der mir so wichtig ist, weil einerseits finde ich es ja angemessen, kritisch zu diskutieren, wie diese Frage Veränderung im Konsumverhalten gelingen kann, wie wir also aus der Bedarfdeckungswirtschaft herauskommen können in eine Wirtschaft des Genug und wie das eben auch mit unserem Konsumverhalten zu tun hat. Andererseits geht es mir aber genau auch darum, dass Menschen die Freiheit haben sollen zu sagen, und etwas ganz Bestimmtes möchte ich für mich haben, und das ist eine Luxussache, aber sie ist mir wichtig, und ich möchte dafür auch die Mittel haben, um mir genau das leisten zu können und mich nicht sozusagen binden an Vorgaben, die andere für mich machen. Weil das kennen wir ja auch gut genug in Deutschland oder in Österreich im Rahmen der repressiven sozialstaatlichen Strukturen, dass für Hartz-IV-Leute oder für Bezieherinnen der bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich es immer andere gibt, die schon für andere entscheiden, was sie konsumieren dürfen und was nicht, was schon als Luxus gilt und was nicht. Und eine solche Situation, glaube ich, sollten wir in einer Postwachstumsökonomie uns nicht wünschen. Danke, Margit. Ich denke mal, dass da auch die Fragen reinkommen, mehr Freiheit, mehr Verhandlungsmacht, also auch die Möglichkeit, dass wir als Gesellschaft
mit einem Grundeinkommen die Möglichkeit haben, frei und ohne Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes oder Angst aus einer Abhängigkeit, in der man gefangen ist, stecken zu bleiben, zu diskutieren, wie soll denn ein gutes Leben für uns alle aussehen? Was benötigen wir zum Leben? Was wollen wir haben? Dass es also in eine demokratische Debatte hineinfließt und die Möglichkeit, da auf Augenhöhe von Frau, Mann, von allen Menschen mitzureden, die ist ja dann gegeben. Also das Grundeinkommen eröffnet viele Möglichkeiten der Partizipation und in der Regel sind Menschen, die partizipieren können, auch insgesamt verantwortlicher in ihrem Handeln. Ich wollte jetzt mal Werner Reitz fragen. Es wird ja auch kolportiert, ja, wenn jeder ein Grundeinkommen bekommt, dann geht ja niemand mehr arbeiten. Und überhaupt, wer soll denn dann die notwendigen Tätigkeiten erledigen? Bis jetzt hatten wir ja die Frauen, die kostenlos oder gering bezahlt die ganze Sorgearbeit erledigt haben. Oder es wird auch gefragt, das hatten wir auch heute Morgen noch, wer arbeitet dann noch bei der Müllabfuhr? Ja gut, der Müll ist ein sehr beliebtes Beispiel für diese Frage, obwohl er meiner Meinung nach so ziemlich das Schlechteste ist, das man sich ausdenken kann. Der Müll, der zeigt ja sehr paradigmatisch fast schon die verschiedenen Möglichkeiten, die es mit unbeliebten Arbeiten gibt. Man kann den Müll einfach gar nicht machen. Ne? Man kann eine Gesellschaft so organisieren, dass es möglichst wenig oder tendenziell gar keinen Müll gibt. Das wäre aus einer Growth-Perspektive das, worauf es ankommt. Ein Weg dahin, dass das vielleicht schneller gelingt, liegt darin, den Müll einfach liegen zu lassen. Ne? Man lässt ihn einfach liegen, bis er dann stinkt. Irgendeinem wird er schon stinken, der macht ihn dann weg. Das passiert in unserer Gesellschaft ja gelegentlich auch. Und wenn das systematisch und regelmäßig passiert, ist die Chance, dass es weniger Müll gibt, durchaus nicht von der Hand zu weisen. Man kann auch, wie der Kollege Götz Werner in dieser Situation, als Großunternehmer natürlich ein bisschen anders da orientiert, sagt, diejenigen, die den Müll wegmachen sollen, anständig bezahlen. Dann wird sich schon jemand finden, der das tut. Ein von einem Unternehmer kommend durchaus bemerkenswerter Vorschlag, obwohl er auf der Hand liegt. Also beim Müll, denke ich, ist das Problem relativ einfach und absehbar lösbar in der verschiedensten Weise. Problematischer wird es bei den Dingen, die man nicht einfach liegen lassen kann. Antje Schrupp, eine feministische Theologin, die in der Grundeinkommensdebatte ebenfalls sehr engagiert ist, hat zweimal in Büchern, die wir veröffentlicht haben und auch auf ihrem Blog mehrfach sich dazu geäußert, wie das denn mit den Arbeiten ist und wer die denn macht, die man tatsächlich nicht liegen lassen kann. Das schreiende Baby oder die zu versorgende alte Mutter. Da wird es dann schwierig. Und das sind die Punkte, an denen in der Tat bisher dann in fast immer es die Frauen sind, die dort einsteigen und eingreifen und dort Verantwortung übernehmen. Würde diese Verantwortung nicht übernommen worden sein in der Vergangenheit, gäbe es die Menschen gar nicht. Also ein Argument, dies alles passiert nur, wenn es bezahlt wird, ist ein Argument, das nur einem, seine ganzen Tage auf der Arbeit verbringenden mitteleuropäischen Mann einfallen kann. Ansonsten kann man auf diese Idee nicht kommen. Aber das ist natürlich nicht die Perspektive, die aus einer Grundeinkommensidee heraus wünschenswert ist, dass das so weitergegeben bleibt. Da kommt ein Punkt ins Spiel, der bisher hier gar nicht genannt worden ist, der aus meiner Sicht aber einer der ganz entscheidenden Punkte ist. Die Durchsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie auch die Ausgestaltung einer Grundeinkommensgesellschaft, wird nicht umsonst zu haben sein. Dazu sind Kämpfe notwendig. Dazu sind gesellschaftliche Auseinandersetzungen, dazu sind harte Auseinandersetzungen notwendig. Das wird auch die Geschlechterverhältnisse betreffen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird die Geschlechterverhältnisse insofern beeinflussen, als diejenigen, die sich bisher in Abhängigkeiten von irgendwelchen ernährenden ökonomischen Abhängigkeiten befunden haben, größere Freiräume haben. Damit, dass sie größere Freiräume haben, haben sie tatsächlich noch nicht größere Freiheiten in ihrem Leben. Darum wird gekämpft werden müssen, wie um alle Rechte. Wir haben unendlich viele Rechte,
von denen wir selten Gebrauch machen. Rosa Luxemburg hat mal so schön gesagt, wir haben alle das Recht zu fliegen, nur wir nutzen es sehr selten. Also wenn man mal das Flugzeug außer Acht lässt. Es geht also darum, Recht nicht nur zu haben, sondern Recht auch zu bekommen. Und dazu wird es notwendig sein, Praxis zu entwickeln, wie man das, was einem zusteht und was man nicht bekommt, sich auch einfach nimmt. Praxis der Aneignung, wie Menschen in großer Zahl in Spanien und anderen Krisenländern sich die Häuser und die Wohnungen nehmen, die sie, wie Besson darauf hingewiesen hat, nicht mehr bezahlen. Wie Menschen in den arm gemachten Ländern des Südens sich das Land nehmen, auf dem sie leben und von dem sie leben. Alles Diskussionen, die auf diesem Kongress hier ja auch geführt worden sind. Diese Auseinandersetzungen, auch um diese Kämpfe, aber auch die Auseinandersetzung und die demokratische Debatte um die Aneignungsformen, um das, was notwendig ist, auch zu bekommen für ein gutes Leben. All diese Kämpfe und Auseinandersetzungen sind der Ort, an dem mehr passiert als nur die Durchsetzung eines Grundeinkommens oder anderer wichtiger Forderungen, etwa der Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Diese Kämpfe sind auch der Ort, an dem sich das Bewusstsein ändert. Wer mit uns als Attac in die Auseinandersetzung gegen die Europäische Zentralbank und gegen die Austeritätspolitik der Troika und die Krisenpolitik, das Krisenmanagement der Europäischen Union zieht, oder wer mit der Ökologiebewegung in die Auseinandersetzung gegen Atomkraftwerke zieht, wird das nicht jahrelang tun können, ohne sich zu fragen, was hat denn das mit mir zu tun? Und was hat denn das mit meiner Praxis und meinem Leben und meinem konkreten Verhalten zu tun? Darin eröffnet sich eine Möglichkeit, auch dahin zu begreifen, dass die eigene Praxis und das eigene Verhalten eine wichtige Rolle spielt, ohne dass vorher sich eine Bewegung hinstellen muss und mit dem hoch erhobenen pädagogischen Zeigefinger sagt, Margit hat auch schon darauf hingewiesen, das darfst du aber nicht, das sollst du aber nicht, das verbieten wir dir aber. Die Kämpfe sind der Ort, an dem sich das Bewusstsein ändert, und das Mitnehmen der Menschen in die Kämpfe ist das Instrument, mit denen wir auch eine neue Gesellschaft haben. Vielen Dank, Werner. Da möchte ich ein bisschen anknüpfen, wenn ich dir die nächste Frage stelle. Es geht darum, dass du in deinem Beitrag ja auch herausgestellt hast, dass ein Teil des Grundeinkommens monetär, also in Geld, ausgezahlt wird und ein Teil soll eben als kostenlose Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Deshalb braucht der, habe ich das richtig verstanden, der Geldbetrag nicht so hoch zu sein, weil ja vieles auch kostenlos zur Verfügung stehen soll. Und die andere Frage ist, um anzuknüpfen an dem, was Werner gesagt hat, gibt es auch Kämpfe um Infrastruktur? Also ich kenne in Deutschland Kämpfe um Wohnen, um bezahlbaren Wohnraum. Man könnte sich ja auch eine kostenlose Infrastruktur vorstellen, die nicht nur Gesundheit, Bildung, und andere Dinge, sondern eben halt auch zum Beispiel Mobilität kostenfrei zur Verfügung stehen oder auch Wohnungen bis zu einer gewissen Größe kostenfrei zur Verfügung stehen. Wie siehst du das? Seid ihr auch so orientiert, dass ihr euch an Kämpfen, die bereits stattfinden, beteiligt? Oder ist das bei euch eine ganz andere Überlegung, warum ihr die kostenlose Infrastruktur auch mit So I think it's important to implement in what we call unconditional autonomy allowance, not only money, cash. Ich denke, es ist sehr wichtig, auch eine bedingungslose Grundsicherung durch Infrastruktur bereitzustellen. Es kann nicht alles mit Geld gekauft werden, aber mit Geld kann man noch keine Nahrungsmittel schaffen beispielsweise. Das reicht noch lange nicht aus. Und es ist auch eine Möglichkeit, von diesem Menschenbild des Homo economicus wegzukommen, das endlich hinter uns zu lassen. Wir sprechen auch davon im Buch, wie wir das umsetzen können, und zwar Schritt für Schritt. Wie können wir uns einen Übergang von unserem derzeitigen Gesellschaftsmodell vorstellen hin zu einer anderen Gesellschaft mit einem anderen Wirtschaftssystem, das mit Geld auskommt, aber auch
Eine Gesellschaft, die nicht vom Markt abhängt, die nicht marktbasiert ist. Werner Rätz hat ja schon von den basisdemokratischen Bewegungen gesprochen. Und unsere Gesellschaften zeigen es schon auf. Wir haben Initiativen, die Wirtschaftssysteme aufgebaut haben, im kleinen Maßstab, die jenseits des Marktes funktionieren. Es gibt auch Beispiele, wir haben über die Gender-Problematik gesprochen. Es gibt Männer, die natürlich auch im Haushalt etwas machen. All das, die Arbeit der Frauen, die Arbeit der Männer, die so etwas machen, ist nicht Teil des Bruttoinlandsproduktes beispielsweise. Es gibt sehr viele andere Beispiele, die schon praktiziert werden. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die viel zu wichtig dafür sind, als dass wir sie ignorieren, als dass wir sie unbeachtet lassen. Warum sollten wir denselben Preis für einen Liter Wasser, was wir zum Trinken oder für unser Geschirr waschen? Wieso sollten wir denselben Preis für dieses Wasser zahlen, was wir dann gebrauchen, um Sachen zu machen wie einen Pickup-Truck zu säubern oder große Swimmingpools zu reinigen? Die basisdemokratischen Bewegungen wollen jetzt auch genügend Menschen mobilisieren können, um eine kritische Masse darzustellen, um die Besitzrechte infrage zu stellen, um uns die Commons wieder anzueignen, die Gemeingüter wieder anzueignen, um uns den Gebrauchswert von Dingen wieder anzueignen und ihn herauszustellen. Wir sollten diese konkreten Alternativen, diese lokalen Initiativen verstärken. Das reicht jedoch nicht aus, um die Gesellschaft zu verändern. Denn oft schafft man das ja nur mit Gleichgesinnten. Die anderen Strukturen und Dynamiken in der Gesellschaft, wie beispielsweise Herrschaftsstrukturen, die bestehen ja immer noch weiter und die behindern unsere Arbeit letztendlich. Ein erster Schritt könnte sein, ein interessanter erster Schritt in Richtung einer Degrowth-Gesellschaft und auch zur Umsetzung der bedingungslosen Grundsicherung durch Einkommen und Infrastruktur ist beispielsweise weniger arbeiten. Und wenn die Menschen sagen, beispielsweise als Ingenieur, ich möchte keinen Vollzeit-Arbeitsplatz mehr haben. Ich möchte nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern vielleicht nur Teilzeit. Das würde den Menschen mehr Zeit geben, für die Transformation der Gesellschaft zu arbeiten, die durch die basisdemokratischen Initiativen vorangetrieben wird. Und sie hätten mehr Zeit, andere Sachen zu tun. Wie können wir das schaffen? Wir müssen den nötigen politischen Druck dafür aufbauen. Wir müssen die nötige Dynamik schaffen. Wir sagen auch in Frankreich, dass bedingungslose Grundeinkommen verbunden werden muss unbedingt mit einer Einkommensobergrenze. Das Verhältnis von den niedrigsten und höchsten Einkommen sollte nicht mehr als 1:4 betragen. Und es sollte auch verknüpft werden mit der Wiederaneignung eines demokratischen Schuldenaudits. Die Frage muss entschieden werden von den Menschen, und zwar auf demokratische Art und Weise, ob wir die Schulden zurückzahlen wollen, sollen oder nicht, ob das geschehen muss oder nicht. Money creation, central banks, bank system, a bigger control on finance and so on. Und eine demokratische Wiederaneignung der wirtschaftlichen Werkzeuge wie die Finanzindustrie, wie das Bankenwesen und so weiter. Wir müssen sozialen Druck aufbauen gegenüber den Entscheidungsträgern und den öffentlichen Amtsinhabern. Wir müssen die Lobby bekämpfen. Das sind nur einige Beispiele.
Es gibt an vielen Orten Beispiele dafür, so auch in Leipzig, wo es eine Lokalwährung gibt, eine Initiative, die eine Lokalwährung eingeführt hat. Und das Ziel ist eben, die Leipziger Bevölkerung mithilfe einer lokalen Währung zu ernähren. Bei einer lokalen Währung, da gibt es vielleicht nicht mehr 4.000 Euro im Monat, aber da gibt es 750 Euro im Monat. Es gibt eine andere Lokalwährung, die ein anderes System der Wasserabrechnung eingeführt hat. Das heißt, man bekommt eine gewisse Menge Wasser für solche Dinge wie Trinkwasser oder für den Abwasch und andere nützliche Dinge. Und das wird dann budgetiert. Das heißt, man bekommt ein gewisses Budget für eine Wassermenge, die man dafür gebraucht. Also, zusammengefasst, mit lokalen Initiativen, mit politischen Aktionen, die konkret sind, dann können wir diese neue Gesellschaft aufbauen. Und wir können uns in dieser Gesellschaft auch vorstellen, dass marktbasierte Mechanismen verbunden werden mit anderen Mechanismen. Das heißt, wir gehen über eine Marktgesellschaft hinaus und haben andere Ansätze. Wir könnten dann gemeinsam demokratisch darüber entscheiden, was soll Teil der Marktbeziehungen sein in einer Gesellschaft und was sollte außerhalb des Marktes arrangiert und organisiert werden. Und so können wir gemeinsam die Gesellschaft transformieren, denke ich.